Ja, das Lebensmotto ist wie bei vielen natürlich no risk, no fun. Das geht bei mir vor allem im Fußball. Ich bin zwar ein relativ zuverlässiger Verteidiger, aber ich liebe natürlich die Bälle nach vorne. Also das Emotionalste würde ich auf jeden Fall dieses Jahr als dieses Jahr beschreiben, weil es war super, als wir den Glasner geschafft haben, da erstmal 10 Minuten draußen gewartet haben. Und dann mit den Fans eben gefeiert, das war einzigartig. Puh, ich muss mal nachdenken. Also meine Schwester ist vor ein paar Monaten Mutter geworden, ist jetzt meine Nichte auf jeden Fall. Ist natürlich eine super Situation, wenn man Onkel wird. Und ja, das würde ich auf jeden Fall als schönstes Ereignis benennen. Also gerade kann ich mich nicht beschweren. Mein privater Wunsch ist eigentlich glücklich zu sein, gesund zu bleiben. Das ist auch die Hauptsache im Leben. Und ja, ich hoffe, das bleibt in Zukunft so und hoffe das Beste. Hobbymäßig spiele ich sehr, sehr gern Tennis. Also ich musste mich auch in jungen Jahren entscheiden, ob ich meine Tenniskarriere oder meine Fußballkarriere einschlage. Letztendlich hat es dann eben Fußball getroffen, aber ich spiele sehr, sehr gerne. Jetzt gerade auch in der Sommerpause nehme ich einen Schläger in der Hand mit ein paar alten Leuten und schlage dann ein paar Bälle. Also das ist auf jeden Fall mein Ding. Wenig. Also ich bin nicht der PlayStation-Typ. Ich bin zwar relativ oft am Smartphone, aber ja, ich denke, es gibt andere Mittel, mit denen man seine Freizeit verbringen kann, als irgendwelche Gadgets. Ja, ich würde auf jeden Fall mal in die sehr südlicheren Regionen, aber auch gerade Australien oder sowas, aber das muss sich halt lohnen und weil der Flug auch schon sehr, sehr lang ist. Aber mal gucken, das werde ich dann vielleicht nach der Karriere angehen. Ja, nach der Karriere macht man sich natürlich immer Gedanken. Gerade versucht man natürlich sein Geld auf die Seite zu bringen, aber ich würde aus dem Fußballgeschäft nicht aussteigen. Ich finde es zu interessant und ich denke, wer einmal Fußballer war, will da auch gar nicht raus. Wer weiß, wo es denn hingeht, in den Trainerbereich, in den Scoutbereich, in den Beraterbereich, dann schauen wir mal. Mein Lebensziel ist irgendwann mal als Opa den Enkeln zu erzählen, dass ich ein gutes Leben geführt habe, den hoffentlich ein paar Weisheiten über das Leben zu erzählen. Und ja, ich denke, das wäre auf jeden Fall ein glücklicher Moment am Ende. Ja.